Es geht weiter mit Let's Play Super Mario RPG The Starlight Worlds. Und wir sind hier immer noch im Untergrund und das sieht aber irgendwie besonders aus. Machen wir es einfach mal kaputt. Oh, das kommt glaube ich ein Schloss oder achso, ist da drauf? Auch geil. Kommen wir jetzt rein oder? Ach, sind wir auch direkt vom Thronraum, ne? Das heißt, da müssen wir uns jetzt ja alle da oben ja treffen. Wir haben jetzt ja damit jetzt auch praktisch die letzte Story abgeschlossen. Die hat sich ja so drei geteilt. Auch ein Run-Up-Mushroom, der ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Naja, gucken wir mal nach. Was geht denn jetzt ab hier drin? Jetzt erfahren wir es. Endlich. Das Schild, der tatsächlich... Well, well, well. Look who finally showed up. Your time in this castle is now over, Camelot. With my new power for my king, you are no longer my superior. You should obey me now, Lady Cammy. How dare you insult Lady Cammy, you insolent twerp. With the monsters I can now summon, these two sidekicks are nothing. You'll need more than this to win. Sidekicks? Und da klingelt gerade der Eismann draußen. You guys pop up like Monty Malls. But I can still summon a monster too strong. It doesn't matter who shows up. Ah, dafür muss ich zuerst meine zwei anderen Monster opfern. Da kommt auch noch Bowser. Sind wir alle vereint? Now this is Pacific. You have to team up with your arch nemesis to get your castle back. Mario's here. I'm never going to leave this town. This is about. This isn't about anything except you and my castle. And it's about time. For you to get out. Ja, gegen uns alle kann er nichts machen. No more talking then. You still don't understand my new power, so I'll show you again. Oh. Okay. My latest summoning, Devil Egg. Clever, hm? Oh, okay. Na gut, ein Bosskampf mit Mario und Luigi. Ach stimmt, es wurde auch gesagt, wer den Bosskampf ja bestreiten wird. Und deswegen habe ich ja die beiden auch als letztes Jahr eigentlich auch gewählt. Und geil, die haben hier einen Piano-Remix von der, von dieser weiblichen Kamek-Theme. Der bei Super Mario Galaxy, da war ja dieser pink, dieser lilane Magier. Och, das geht ja, 4 Schaden. Ich glaube, ihr wisst ihr nicht. Ich meine, diesen riesigen lilanen Kamek. Na gut, aber der muss mal ein bisschen mehr zeigen, was er kann. Er setzt Smog ein. Oh, okay, das ist nicht schlecht. Das gebe ich zu. Aber ich verhole jetzt erstmal deine Zunge. Oh, der vergiftet sogar. Oh. Aber wir hauen schon richtig rein. Jetzt halt schon das Starlight Power. Ist das echt alles? Nein. Ja, keine Heilung dabei. Danke. Weißt du, was reg ich mich echt einfach nur auf? Weil da so dumme Sachen sind, wegen denen man dann irgendwie ein Problem bekommt. FP Max bringt mir jetzt auch nichts. Bin auch nicht viel. Und der Guard hat mir gerade so viel gebracht, als wenn ich ihn gar nicht benutze. Hat nach wie vor nur 4 Schaden gemacht. Aber vielleicht schiebt er ja so ziemlich schnell. Es sei denn, der macht jetzt noch irgendwie so eine mega, ja, würde ich gerade sagen, Desperation Attack. Aber daraus wird nichts. Nice. Oh. Verdammt.
Okay, ich nehme es doch ein bisschen zurück. Ach guck mal, erstmal habe ich es geschafft, das zu kontern. Danach auf einmal, ja, habe ich gar nichts mehr geschafft. Das kannst du gerne immer machen, jetzt, weil so extrem stark ist das jetzt nicht. Oh. So. Nice. 17 KP. Sehr schön. Okay, ich muss schon ein bisschen anfangen zu blocken. Das war zu früh. Also kurz nicht direkt an die mich treffen, sondern ein bisschen so kurz vorher. Aber der hat wirklich eine geringe Verteidigung. Und Mario muss sich mal kurz heilen. Was macht er da eigentlich? Der lädt ja immer irgendwas auf oder so, ne? Aber auf jeden Fall eine gute Wahl mit Mario und Luigi, weil das so im Moment so ziemlich unsere stärksten Kämpfer sind von allen Gruppen, die wir bisher spielen mussten. So. Ja, ich habe mein Timing jetzt raus. Ja, ist schon cool, die Musik. Weil mir der Boss bei Super Mario Galaxy viel zu einfach war. War jetzt ein bisschen fail. Hat er gerade Mario anvisiert und Luigi hat den Schaden bekommen? So ein bisschen Animationsfail, aber das war's schon. Ja, Kemort, da musst du schon mehr Geschütze auffahren. Sidekicks, Gloves, okay. Stirb! Danke. I may have underestimated you again. It's starting to become a habit, isn't it? Oh, jetzt gibt's eine Rache. Since I've been in jail, I've pictured the moment I kick your butt out of here. Not so fast. Since the Mario Brothers are here, the Mushroom Kingdom will be easy to attack. Oh, war das etwa sein Plan? Princess Peach and Mushroom Kingdom will be mine. This castle is too sullen anyway. Okay, das war also sein Plan. Der wollte uns da weg haben, nur. Oh. Verdammt. Das hätte einfach mal bedenken sollen, dass selbst wenn wir ihn mal irgendwie in die Ecke drängen, dass der sich einfach wegteleportiert. Taking over Mushroom Kingdom and capturing Peach is definitely my thing. Das haben tausend andere Antagonisten in Mario RPGs schon besser geschafft als du. Und jetzt haben wir wieder so einen. Teleport me to Mushroom Kingdom, you all take. Okay. Aber naja, it's too far. I can't teleport that distance, Lord Bowser. You're worthless. Take your lame sidekicks and get out of my sight. Moment mal, wenn Cammy sich doch teleportieren kann und jetzt nur die Distanz nicht so weit sein kann. Hätte die sich nicht jetzt einfach vom Anfang des Schlosses aus sich irgendwie zum Thronsaal eben teleportieren können, weil das kann ja nicht so weit weg sein. Jetzt Lord Bowser. Jetzt Lord Bowser. Naja, wenigstens haben wir das Schloss jetzt wieder. Also Bowser halt. Oh man, I didn't know I'm included in Lame Sidekick now. Gerade er. Oh, you and Green are still here. So silent. No, you listen to me. Here's how things are going to happen. Quiet! Anyway, you two want to stop this guy. I want to stop him from copying me. Basically, the same goal. No. And he said something before about serving some really strong master. There's no way he's stronger than me. But both of them at the same time could be annoying, right? So what's going to happen is we'll go kick their butts out of Mushroom Kingdom, freeing it to be taken by me. It's a win-win, sound good. Hmm?
Well, it doesn't matter what you say, because this is what we are doing. Kimmy will be here protecting my castle, so I can get all I need from here. Now, let's go to the Mushroom Kingdom. Ach, und jetzt haben wir also Bowser dazu bekommen. Okay, geil. Und ach, damit haben wir jetzt auch das Kapitel abgeschlossen. Stimmt, war ja alles noch das gleiche Kapitel. Ja, das fand ich jetzt aber insgesamt cool. Ich fand die Gegner aber nur ein bisschen nervig. Das waren ein bisschen zu viele und zu viele Zwangskämpfe. Und dann dafür so ein leichter Boss. Aber ansonsten war es ganz cool. So, erstmal wieder alles ausrüsten auf jeden Fall. So, den auf jeden Fall ausrüsten. Weil ich will ja doch lieber die zusätzliche Stärke haben. Da kann ich nichts machen, oder wie? Nö. Na, dann hole ich erstmal ab. Gucken, ob ich jetzt mal in den Keller kann. Und ob die Gegner uns jetzt auch mal alle in Ruhe lassen. Oh, Hero Shell. Passt ja jetzt. Der ist jetzt ja praktisch ein Anti-Held. Aber wir haben ja auch noch, noch diese Sidekick-Handschuhe bekommen. Wahrscheinlich für Luigi. Yep. Oha. Die werden sofort angezogen. Und Bowser kriegt seine... Was? Die sind ja schwächer, ey. Was soll das? Was soll das denn? Was hast du? You've probably been here a lot, so you think you know the whole castle. Arrogant. Was? Well, even if you've been here, there may be a lot of things you haven't seen. So maybe you open your eyes and take a lot around. Okay. Also vieles, was ich noch nicht gesehen habe. Die Gegner scheinen jetzt alle sozial zu sein wieder. Oh, hä? Ein Kettenhund, der nicht angekettet ist. Oh, sehr geil. Hat er sogar ein Mädchen? She looks to be a little shy. Mind giving us a second? Okidoki. Hä? Okay, er hat sie gebändigt. She'll be helping us from now on. Okay, ist das jetzt eine neue Attacke von Bowser oder. Oder wie sieht's aus? Ey, tatsächlich! Okay, geil. Ah, ich kann nicht alles ausrüsten. Ja, aber ich kann es ja eh nicht benutzen eigentlich. Ich kann es jetzt auf Spaß ausrüsten, aber ich will, wie gesagt, die zusätzliche Angriffsstärke doch lieber haben. Weil das war doch viel nützlicher, da komme ich viel besser mit klar. Wenn es mal Kämpfe kommen, wo wirklich dann mehrere schwächere Gegner sind, dann würde ich dann auf jeden Fall zu den anderen Attacken umspringen. Aber das kann man dann nach jedem Kampf ja immer wieder neu variieren. Seems like Bowser's never here anymore. Der ist auch direkt hier bei einer Party. Irgendwie mein... Weiß nicht. Wo verschwindet eigentlich Bowser? Der müsste jetzt ja symbolisch eigentlich ja direkt dahinter uns sein. Can't blame him. This place is dreary. Naja. Was sagst du? Well, well, well. Das ist der Satz des Tages. Well, well, well. Oh, was haben wir denn hier? Mir fällt gerade auf, wir sind jetzt mit jedem Charakter bisher einmal hier durch das ganze Schloss gelaufen. Und was willst du? I've got my eye on you now. Anjo. Warum habe ich das Ei, das Now jetzt mit dazu gedichtet? K.A. This castle really isn't as secure as it should be. People just walls in. I mean, look at you. Ja, stimmt, ich lasse jeden rein, ne? Keiner hält uns auf. Stimmt schon. Da wird's eine Hand. Sie harmlos? Was? Oh, das war doch ein Kampf. Was? Warum kommt das einfach eine Bossmusik? Habe ich jetzt irgendwas verpasst?
so, das hätte ich noch so als Attacke benutzen. Werde ich mal ausprobieren. Aber die Musik ist mega geil, ich liebe die. Achso. Wow, das war ja ein epischer Bosskampf. So richtig bedrohliche Musik. Nichts dahinter. Aber es hat was gebracht. Terrorize B. Okay, jetzt kriege ich ganz schön viel auf einmal. Scare an enemy into fleeing from battle later. Boah, werde ich mal einfach einsetzen. Ach, dann fliehen die vielleicht nach einer Zeit. Obwohl, wenn wir dann die Erfahrungspunkte dann nicht bekommen, das wäre dann vielleicht gar nicht so gut. Na, ich werde das mal einfach drin lassen erstmal. War das jetzt doch nicht da, wo der Safe war oder was auch immer? Ah nee, das war woanders, ne? Oder war es ein Raum weiter? Ist hier, wie geht doch der Dungeon, ne? Och, ich habe einen Shop. Endlich. Ja, ich will Items kaufen. Ganz viele. Okay, das sind alles solche Einweg-Items. Hat er keine Pilze oder so? Das ist alles nur so, ja, für den Kampf halt so Items. So, toll. Dann habe ich jetzt mal einen Shop, aber der bringt mir nichts. Eine Röhre. Gehe ich gleich auch mal rein. Aber genau, das war hier. Genau hier wollte ich hin. Ach, das ist ja Bowser. Was soll's denn? Hey, you don't get to go snooping in every part. Ja, auf my castle. Ja, auf my castle. Expect to see the dungeon. Achso, hier ist ja schon der Dungeon. Also der hat keinen Bock, dass wir da einfach mit reingehen. Ja, und der hat gerade Snooping gesagt. Jetzt stell mal vor, nach Snooping hätte jetzt noch S gestanden. Hätten wir Pingisch gehabt. Obwohl das ziemlich episch wäre, wenn es da Pingisch gestanden hätte. Und da kann ich nicht rein, die ist deaktiviert. Aber jetzt will ich noch einmal kurz gucken, wo es der Raum war, wo wir diesen Schlüssel brauchten. Und haben wir den jetzt überhaupt im Inventar oder ist er jetzt ein Cammys Inventar drin, dieser Schlüssel? Diesen Schlüssel, den wir ganz am Anfang des LPs bekommen haben. Ja, haben wir den gar nicht? Scheint nicht so zu sein. Den habe ich doch für nichts gebraucht. Oder? Ich gucke noch einmal kurz nach. Vielleicht war das auch weiter links noch der Raum. Und ich glaube, diese Hand gerade, ich glaube, das sollte tatsächlich einfach nur ein Troll sein, dass man denkt, man kann mit der Rede, dann kommt der Kampf einfach. Ich glaube, das war wirklich Absicht, dass man diesen What the fuck-Moment hat, den ich auch eigentlich jetzt hatte. Naja, aber ansonsten. Ja, viele Wege sind jetzt ja auch nicht mehr. Wo könnte noch was sein? Da links war ja nur das, ja, dieser Star Piece. Hier ist nochmal eins. Just a little while ago, we were planning our next attack on Mushroom Kingdom. And now you are here. Am I the only one who sees the whiteness in all of this? Ja, ihr könnt jetzt gerne das Pilzkönigreich angreifen und dabei aber Kemort auch auslöschen. Dann wäre ich glücklich. Nee, wir können aber wohl nicht mehr rein oder noch nicht, whatever. Haben wir denn hier noch ein paar Items noch, ein paar schöne? Die ist wieder voll mega Party. Oh, hier haben wir nochmal unsere Ordenpunkte nochmal erhöht werden. Ich finde ja auch geil, wie man sowas finden kann, als ob sowas materiell ist halt. Das ist dasselbe, als wenn man eine Quest erfüllt und dann sagt er, oh danke, dass du mir meinen Schal zurückgebracht hast. Dafür schenke ich dir jetzt 500 Erfahrungspunkte. So kommt mir das vor, so ungefähr. So, aber ich glaube, wir können jetzt hier raus. Denke ich mal.
Da ist nichts. Ich könnte jetzt in diese Röhre, aber wenn die Röhre funktioniert und es irgendwie hinbringt, dann werde ich das aber im nächsten Part prüfen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass jetzt wieder irgendeine lange Szene kommt und ich deswegen den Part nicht beenden kann. Und deswegen würde ich dann sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und dann sage ich mal, bis dann.